Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wie ihr seht, ich bin mal wieder hier bei Schlosskonflikt drinne, bei meinem Hauptaccount. Und wie angekündigt, rolle ich ja heute nochmal für Anwerben und Zurückerhalten. Genau, da kriegen wir ja, wenn wir 250 Holz machen, kriegen wir ja dann Edelsteine zurück. Und das sind ja so umgerechnet 40.000 Splitter, ich glaube 37 noch was, aber ich werde heute 40.000 Gems werde ich auf jeden Fall verrollen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal gleich los. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne hier in die Gilde Puffreis mit dazu joinen. Und ja, das habe ich ja schon letzte Folge gesagt gehabt. Ja, dann legen wir einfach mal los. Obwohl, ich guck noch mal kurz, ich habe genügend Platz, weil ich habe hier nämlich noch alle Helden zu liegen. Genau. Und los geht's. Ja, Gala Champion, Assassine. Eisdämon, Kristallschlamm, Assassine. Kristallschlamm, Kristallschlamm. Na ja, gut, Gala Champion, okay. Können ja auch mal langsam damit aufhören. Ingenieur, oh, jetzt wird's grün. Das ist natürlich nicht so schön. Henker, Engel, Kristallschlamm, Marodeur. Ey, mein Glück, ne? Das kommt auf jeden Fall nicht beim Free-to-Play-Clown, da hatte ich ja richtig Glück. Da hatte ich ja meinen ersten Kürbis gezogen gehabt. Aber hier noch eine Rose, ja, die ist schon Doppel-Evo. Obwohl, ich brauche die, glaube ich, noch für diese Ausrüstung. Genau, da bin ich noch überhaupt nicht. Habe ich noch gar nichts weiter gemacht mit der. Ja, ist doch ganz nice. Sag ich mal so. Ja, jetzt wird es wieder grün. Werwolf, Henker, Color Champion. Braucht man nicht unbedingt so. Hexenmeister, Medusa brauche ich noch für Doppel-Evo. Das ist ganz nice. Hexenmeister benutze ich irgendwie nicht. Der ist, glaube ich, doch noch auf Level 140 und hat einen 4er Quicken. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Rockno, ja, Rockno brauche ich für Evo. Easy, nehmen wir auch gerne mit. Zyklop, ja, nee, brauchen wir nicht. Schlangenkönigin, Zyklop, Zyklop. Ja, wenn man nachher drei Zyklopen zusammen hat, dann hat man einen dreieugigen Typen. Atlantikor braucht man nicht unbedingt. Okay, ja, Werwolf, Ingenieur. Oh, Ingenieur. Ich sag euch, bester Held ever. Nicht. So. Ja, ja, Henker, ich weiß noch. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit dem Account. Da hatte ich einen Henker. Hat man ja standardmäßig einen Henker. Okay, Rockno, ja, nimmt man natürlich gerne mit. Aber ich wollte jetzt nochmal die Henker-Geschichte erzählen. Da hatte ich ja einen Henker. Das war ja ein blauer Held. Der war ja auf jeden Fall besser als ein, wie heißt dieser grüne Held? Warte, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Genau, wie dieser Bärkrise. So, aber damals wusste ich ja noch nicht so viel von dem Spiel. Da hatte ich einen Henker und einen Bärkrisen. Da habe ich mir so gedacht, welcher Held ist denn wo am coolsten? Ja, welchen Held habe ich wohl genommen? Ich fand den Bärkrisen am coolsten. Ich habe den Henker in den... Also ich habe... Ja, genau, ich habe den Henker in den Bärkrisen reingefüttert. Und dann hatte ich bloß noch einen Helden. Übrigens, richtig nice. Mein Bärkrisen macht richtig Damage. So, ja, genau, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, Medusa, die werde ich auf jeden Fall nochmal demnächst hochleveln. Aber mein Ziel ist es eigentlich nochmal ein Rudi zu rollen, damit ich den auf Evo ziehen kann, weil der hat nämlich ein 5er Leuchten und das wird richtig easy, den hoch zu leveln, denn jetzt habe ich wieder meinen altbekannten Schluck auf. Perfekt. So, wieder mal ein 3er Kristallschlamm und Triton. So, Gala Champion, Ingenieur. Sag mal, wie viele Ingenieurs haben wir denn bitte? Holy shit. Übertreibt doch noch mehr. So, Henker, Eisdämon, Henker. Assassine, Assassine. Mechtessa, Grimfiend. Ja, Mechtessa habe ich schon auf dem Account, aber kein zweites Mal. Also, boah, nicht schlecht, sag ich mal so. Aber die werde ich erstmal nicht hochleveln, weil die finde ich nicht ganz so gut. Hier, Grimfiend, nice, den brauche ich noch. Frage ich jetzt gerade bloß, wie viele Grimfiends ich hier rumzuliegen habe. 3. Oh, jetzt kann ich den Devo machen, perfekt.
ohne Splitter zu bezahlen. Ich glaube, das ist mein erster Held, den ich... Nee, mein erster Held, den ich Devo gemacht habe und den, da, wo ich auch drei Karten hatte, oder... Ja, drei Karten hatte zum Devo machen, war mein DD. Ja, damals war der auch relativ oder richtig OP, weil jetzt im Moment ist er nicht mehr so OP, finde ich. Ich habe ihn zwar noch draußen stehen, aber ja, naja. Er hat halt bei mir eine 6er Hartnäckigkeit drauf, das ist nicht so super. So, Kristallschlamm, Zyklop, Zyklop. Henker, Gala-Champion, ein Kristallschlamm, natürlich. Kristallschlamm, Kristallschlamm, Eisdämon. Assassine, Assassine, Kristallschlamm, Marodeur. Jetzt wird's wieder grün. Ja, ich sag ja, es wird grün. Okay, ein Dreier. Rudolf! Alter, perfekt. So, welcher Held fehlt jetzt noch? Warte mal, welchen Held brauche ich jetzt auf jeden Fall? Wenn ich jetzt Rose noch bekomme, dann kann ich diese neue Erweiterung bei der machen. Genauso wie bei Michael. Den hatte ich ja letzte Folge, also letztes Mal, als ich aufgenommen hatte, da hatte ich ja auch den Michael gerollt. Wenn ihr wollt, kann ich das ja hier nochmal gerne verlinken in der Beschreibung, das Video. Genau, hier ist der Michael. Das war auch richtig nice. Da hatte ich nämlich... Naja, ich will gar nicht so viel erzählen. Ich habe auf jeden Fall den letzten Helden gerollt, den ich gebraucht habe. Das war richtig geil. So, Schlangenkönigin, Marodeur, Zyklop, Dryade. Ja, naja gut, Dryade habe ich noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt im Spiel ist. Werwolf, Kristallschlamm, Henker, Henker, Kristallschlamm, Triton. Also bei den Einsern kommt nicht so viel, ne? Bei den Dreiern irgendwie auch nicht. Okay, jetzt wollen sie gerade nicht mehr. So, Lady Boom. Ja, wenn man vom Teufel spricht, sag ich mal so. Wie gesagt, schaut euch das Video, das erste Schlosskonflikt-Video an. Da werdet ihr meine Reaktionen sehen. Richtig nice. So, wieder mal nur Crab dabei, Kristallschlamm, Kristallschlamm. So, Snowzilla. Und wir haben noch so viele Gems zu verrollen, das ist richtig cool. Todesritter, ah, den braucht man überhaupt nicht. Todesritter, den, der ist so scheiße. Kristallschlamm, perfekt, Paladin. Wann habe ich das letzte Mal mal wieder einen Paladin gekriegt? Also schon eine Weile her. Naja, gut, ich habe ja hier noch, weiß ich nicht, warte, warte, ich schätze... 10 Paladine? 16! 16! Oh Mann, ey. 16. Oxbane, useless, auch keine. Aries. Ah, warte mal, Aries? Warte mal. Hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt. Mal, kann ich den jetzt, also letzte Folge hatte ich einen Aries gezogen. Ah, okay, ja, jetzt habe ich zu viele Ariesse. Ariesse. Ist die Mehrzahl von Aries. Ariesses. So, wieder nur Crab. Ja, Zyklop, Triton, Kristallschlamm. Dann haben wir einen Werwolf mal wieder, einen Ingenieur, Assassine. Das sind ja richtig gute Helden, ne? Assassine, Triton, Schamane, Zyklop, Assassine, Rose. Oh, schon wieder eine Rose? Warte mal. Habe ich jetzt drei Roses gezogen? Rose, Rose, Rose. Waren das jetzt... Nee, zwei. Okay, aber nice. Dann kann ich die jetzt verbessern. Halt mit diesen... Na gut, wenn ich genug Ehre habe. Weil zuerst ist mein Mino dran. Er hat nämlich noch einen 7er Kriegsgott. Ich habe hier schon 5 von diesen Runen hier gekauft. Also Talent-Insignien, damit ich ja nicht irgendein anderes Projekt anfange. Weil die Ehrepunkte sind immer relativ schnell ausgegeben. So, genau. Und ich level den auch gerade auf Level 200 mit meinem Dungeons und so. So, dann haben wir mal wieder einen Schaman. Pinder Gala Champion. Ein Michael. Oh, perfekt. Ey, ich ziehe wirklich jeden Helden, den ich noch brauche, ne? Kristallschlamm, Werwolf, Michael. Ja, nehme ich. Ja, jetzt wird's wieder grün, okay. Engel. Engel habe ich schon gar nicht. Habe ich schon in diesem Roll gar nicht gesehen, irgendwie, ne? Kann das sein. So, wie viele Gems haben wir noch? Okay, 9k Gems haben wir noch zum Verrollen. Ja, Gargoyle, ja, useless, den brauche ich nicht mehr, den habe ich schon fertig. Das ist ein bisschen schade, obwohl top, wirklich top hält, kann man in jedem Modi einsetzen. Lady Leo, useless, nur mit dem 5er kriegen gut. Ja, Gala Champion, was mir jetzt gerade so einfällt, warte mal, also useless Helden sind ja auf jeden Fall hier. Warte, wie heißt die Tante?
Level 80 habe ich die, ja genau, Candy Cane. Was soll ich mit dieser Heldin, wenn die keinen Level 5er Quicken hat? Ich weiß auch nicht, irgendwie... Hä? Was soll die Heldin? Sag ich mal so. Naja. So, dann haben wir mal wieder eine Schlangenkönigin, einen Werwolf, einen Henker, einen Pinder, einen Henker, einen Kristallschlamm, einen Bergriesen, eine Schlangenkönigin, eine Assassine, einen Schaman, einen Baum, Triantau, ich sage immer zu dem Baum, Baumi, Baum brauche ich den überhaupt noch, also ich habe schon zwei ausgepackt, das weiß ich. Baum, 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 wo bist du? Nö, ich brauche den nie wieder. Lady Boom ist ganz nice. Oh Mann, ey. Ich habe ja fast alle Helden hier. Oder ich habe ja alle Helden, die man rollen kann. Die man rollen kann, ja. Wow. Ich habe nicht mal einen Elektriker auf diesem Account hier. Warte, da wollte ich nicht gucken. Da habe ich, glaube ich, 90 von diesen. Ja, 90 von diesen komischen Seelensteinen. Ja, wow. Verdiene. Seelensteine, genau. Verdiene Seelensteine, um den Elektriker vielleicht zu erhalten. Oder nie, sag ich mal so. Gib 1000 Euro aus, um Elektriker zu bekommen. Oder gib 10.000 Euro aus, um Skelektriker zu bekommen. Diesen neuen OP halt. Naja, so OP ist er eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich möchte auf jeden Fall lieber Elektriker haben. Ich finde ihn auch vom Design her viel cooler. Ja. Ja, obwohl, ja doch, vom Design her finde ich den cooler. Aber jedem das, was er selbst will oder wie auch immer. So, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Drachen ihr am coolsten findet. Diesen Elektriker oder Skelektriker, diesen neuen Helden. Also ich bin auf jeden Fall für Elektriker. So, wir haben noch gute 2K-Games zum Verrollen. Kürbishexe, useless, brauche ich nicht mehr, habe ich genug von. Lady Leo, okay, brauche ich eigentlich auch nicht mehr. So, dann mache ich jetzt noch, nee, ich höre jetzt einfach auf, weil jetzt haben wir nämlich einen Galachami bekommen und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So, ja, das soll es auch erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Wir öffnen hier, naja... ob ich noch eine separate Folge mache und da ein paar legendäre Heldenkarten nochmal öffne. Ja, ich glaube im Anschluss mache ich nochmal eine Aufnahme und öffne nochmal ein paar legendäre Heldenkarten. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal drauf freuen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, morgen gibt es dann wie ich die Karten öffne bei meinem Hauptaccount. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!